Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, wie immer der Hinweis, dieses Video ist nur meine persönliche Meinung. Ihr müsst euch dennoch eine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem nun folgenden Video. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Manche von euch spielen Lotto, ich suche nur Qualität zum guten Preis. Und ob das Unternehmen, das ich euch jetzt vorstelle, Qualität zum guten Preis liefert, erfahrt ihr wie immer hier am Ende dieses Videos. Jetzt stelle ich euch vor, Verizon Communications. Wie gehen wir vor? Wie immer die Gliederung. Wir betrachten als erstes das Geschäftsmodell und die Geschichte, die Aktionärs- und die Aktienstruktur, gehen dann über die Gesamtkapitalrendite und zu den steigenden Zinsen, betrachten die Segmente und die operative Marge, schauen uns an, in welchen Regionen werden Gewinne und Umsätze erzielt, bereinigen das KGV, schauen uns die Aussichten der nächsten Jahre an und prüfen am Ende, ob Verizon für mich ein Kauf ist. Ja, nein, vielleicht. Fangen wir an. Das Geschäftsmodell. Verizon Communications ist ein Anbieter für Telekommunikationsdienstleistungen. Das heißt, sie bieten an, vom Festnetzanschluss bis zum Mobilfunkvertrag für kleine, mittlere und Großkunden. Die Geschichte und interessante Fakten. Verizon wurde am 30.06.2000 gegründet, aus einer Fusion heraus zwischen Bell Atlantic und GTE. Ein paar Tage später gab es dann schon den Börsengang. 2005 übernahm man den Mobilfunkanbieter MCI WorldCom für 6,75 Milliarden US-Dollar. 2015, 10 Jahre später, übernahm man AOL und 2017 das Kerngeschäft dann von Yahoo. Die Aktienstruktur sowie der Chart und die Dividende. Die Aktienstruktur, wie ihr wisst, wir sind wichtig. Starke institutionelle Investoren haben wir hier mit 7%, die Vanguard Group, BlackRock ist mit dabei. Jetzt der Chart. Über die letzten 5 Jahre hinaus hat Verizon uns 37% Kursgewinne beschert. Nimmt man jetzt die Dividende mit dazu, sind wir sogar schon bei 63%. Aktuell zahlt Verizon eine Dividende von 2,41 Dollar je Aktie. Diese wird bezahlt 4-mal pro Jahr in den Monaten Februar, Mai, August und November. Seit 19 Jahren wird die Dividende sogar auch bezahlt und auch immer stetig angehoben. Die Ausschüttungsquote liegt aktuell bei 54%. Schauen wir uns jetzt die Gesamtkapitalrendite an. Als allererstes haben wir natürlich ein Asset von 257 Milliarden. Wir haben ein EBIT von 27 Milliarden. Wir haben somit eine Gesamtkapitalrendite von 10,66%. Im Vergleich jetzt zur Peer Group, da ist China Mobile dabei, Telekom, NetDocomo und AT&T, kommen wir dann auf einen Durchschnitt von 8,49%. Und Verizon liegt mit seinen 10,66% 25% über dieser. Kommt das Unternehmen mit steigenden Zinsen klar? Also aktuell haben wir eine Fremdkapitalquote von 83%, was aber nichts Schlimmes ist. Es ist wichtig, dass das Unternehmen mit Fremdkapital klarkommt. Hier haben wir das Fremdkapital in Millionen Dollar, die Zinsen in Millionen Dollar. Wir zahlen eigentlich 2,21%, aber effektiv nur 1,84%. Dadurch haben wir einen EBT von 8,82%, eine Gesamtkapitalrendite von 10,66%. Wenn die Zinsen jetzt um 2% steigen, würden wir effektiv 3,49% bezahlen und das Gesamtkapital, also die Gesamtkapitalrendite, würde sich verringern auf 7,17%. Würde bedeuten, wir hätten ungefähr einen Gewinneinbruch von 23%. Schon mal hier an dieser Stelle meine Aufforderung an Verizon: Senkt eure Schulden. Betrachten wir nun die Segmente und die operative Marge. Hier haben wir ein Bild vom YouTube-Kanal Leckeratur. Schaut gern mal rein, das vegane Curry ist echt lecker. Betrachten wir die Segmente. Wie gesagt, wir haben einmal Wireless und Wireline, also Mobilfunk und Festnetz, Corporate und Other sind Dienstleistungen rund um diese ganze Sache, die man hier anbieten kann. Betrachten wir nun die operativen Margen. Also wir haben eine Schwankung von 10%, Höchststand war 2017 mit 22%. 2012 11%. Wir haben immer deutliche Gewinnanstiege, auch zum Beispiel zwischen 2012 und 2013, auch durch die Übernahmen dann. Jetzt schauen wir uns, wo werden eigentlich die Gewinne und die Umsätze erzielt an. Hier sehen wir 100% in der USA. Also wenn man einen Mobilfunkanbieter wählen möchte, zum Beispiel aus der USA, der wenig mit dem Handelskrieg zu tun hat oder fast gar nicht, dann könnte man vielleicht sich Verizon noch näher anschauen. Bereinigen wir nun die Gewinne und hier sehen wir auch, Verizon konnte eigentlich immer auf
4-Jahressicht die Gewinne immer anheben und auch steigern, je Gewinn, je Aktie. Und wir haben ein Durchschnitts-KGV von 14. Wie sind die Aussichten? Wir sehen, dass die Umsätze steigen sollen in den nächsten 4 Jahren um knapp 10 Milliarden. Das EBIT soll steigen um mehr als 3. Die Gewinne pro Aktie sollen steigen, die Dividende pro Aktie sollen steigen. Die operative Marge würde sich bei 22% bis 23% bewegen. Also der Trend der letzten Jahre würde auch fortgesetzt werden, also heißt konstante operative Margen. Wir hätten ein erwartetes EPS-Wachstum von 6% sowie eine Dividendenrendite von 4%. Das heißt, wir hätten eine jährliche Erwartung von 10%. Vergleichen wir jetzt das KGV aktuell mit dem KGV Expected. Aktuell haben wir einen Kurs von $56 bei einem Gewinn je Aktie erwartet für 2019 von $4,73, macht ein KGV von 11. Für nächstes Jahr haben wir immer noch ein KGV von 11. Historisches KGV liegt bei 14. Das EPS-Wachstum hatten wir schon gesagt, 6% plus 4% Dividendenrendite macht 10% insgesamt. Das historische Marktwachstum liegt bei 7% und wir haben eine aktuelle Bewertung von 84% zum historischen Mittelwert des KGVs und für 2019 auch 84%, also 16% Unterbewertung zum historischen Mittelwert. Und das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ich erhalte 3% mehr erwartete Rendite und habe sogar noch eine Bewertung unterhalb des historischen. Ist Verizon aktuell für mich ein Kauf? Ja, nein, vielleicht. Also als allererstes haben wir ein verständliches Geschäftsmodell. Ja. Ist die Gesamtkapitalrendite akzeptabel? Auf jeden Fall 125% mehr, also 25% mehr als die Peer Group. Steigende Zinsen würde bedeuten 23% Gewinneinbuße. Würde heißen, ich müsste 2,3 Jahre warten, bis das prognostizierte Wachstum diese Delle wieder wettmachen würde. Wir haben eine Übersicht über die Segmente. Die operative Marge und die Gewinne wurden ermittelt, haben wir auch. Und wir haben das KGV Expected kleiner als das KGV historisch. Ja, aktuell ist die Bewertung unter dem historischen Mittelwert von 14, also das aktuelle KGV liegt bei 11 und auch für nächstes Jahr auch bei 11, somit 84% vom historischen Mittelwert. Somit ist Verizon für mich aktuell ein Kauf. So, ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt immer daran, mein Name ist Philipp und ich bin überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und ich werde versuchen, diesen zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.